Mahlzeit, Leute. Willkommen zu einer neuen Woche Mordheim City of the Damned. Unsere Untotenbande ist schon wieder um einen Charakter größer geworden, reicher geworden. Und zwar, ihr seht es im Hintergrund hier hinten, ich habe einen zweiten Anführer eingekauft. Hat mich 80 Gold gekostet. Das ist unser Meister Wastl. Ja, herzlich willkommen, Meister Wastl. Du bist quasi hier der Ersatz für unseren Fuchs von Karstein, denn auch er, den müssen wir ja ab und zu austauschen bzw. pausieren lassen, und zwar genau dann, wenn er in der Lernphase ist. Und das würde ich sagen, hauen wir jetzt nämlich noch rein. Wir haben hier hinten unseren Oldman Chris, der ja beim letzten Mal schon irgendwas gelernt hat und aber immer noch Fertigkeitspunkte hat. Ihr wisst, er ist ja schon Level 3. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, die beiden neuen Helden, die wir haben, die stehen letztendlich beide, also zumindest Zandrom, 9 von 12 steht kurz vorm Level up. Und bei Fürstin Lea, naja, da müsste eine gute Mission dabei rausspringen, dass sie ablevelt. Aber ich lasse die beide nochmal drin für die nächste Mission und nutze einfach die Zeit, hier bei Chris noch einen drauf zu packen. Und wir nehmen hier den tödlichen Schuss. Ein Fernkampfangriff, der regulären Schaden verursacht und eine 10% erhöhte Chance auf einen Crit-Treffer hat, kostet uns 100 und dauert jetzt wiederum einen Tag. Das heißt, das passt dann genau für die kommende Mission. Und dann hoffentlich schafft es dann einer der beiden zum Ableveln und dann tauschen wir aus. Und das gleiche habe ich jetzt auch schon mit unserem Held vor. Fuchs von Karstein werden wir direkt mal tauschen gegen den Meister Wastl, der dann auch gleich zu seinem ersten Einsatz kommt. Und wir bilden auch hier aus. Hier oben, guck mal, da haben wir schon mal das. Da würde ich sogar mal sagen, wir geben ihm mal noch ein bisschen Zähigkeit. Jawohl, das gab jetzt schon mal wieder 3 Lebenspunkte. Und jetzt gibt es noch eine neue Fertigkeit und da habe ich mich entschieden für... Wo haben wir es? Ist es passiv? Ja, es ist passiv. Es ist der Rüstungsexperte, denn wir spielen ihn hier mit einer schweren Rüstung. Und der Rüstungsexperte sorgt dafür, dass der Malus für die schwere Rüstung, also der Geschwindigkeitsmalus, sich reduziert. Also er ist dadurch dann wieder etwas agiler, kann sich weiter bewegen, was sehr, sehr gut ist. Ja, und in der nächsten Stufe, in der Meisterschaft, wenn wir das dann irgendwann mal erreichen, dann erhöht sich dadurch sogar noch die Rüstungsabsorption. Den packen wir mal drauf. Damit ist auch er jetzt in der Ausbildung und unsere Truppe für heute steht. Nein, sie steht nicht. Wir haben hier ja einen Platz frei. Wobei, warte mal, darf ich überhaupt schon starten? Nein, wir müssen eh erst in den nächsten Tag gehen. New hired swords are available. So, ihr seht's, Rüstungsexperte dauert noch einen Tag. Oldman Chris ist jetzt schon fertig. Rapbeat ist fertig. Und Coxner erholt sich noch von den Verwundungen. Das heißt, wir könnten jetzt entweder... Ne, wir können hier... Ne, ich will hier keinen reinnehmen, sondern ich will hier einen von denen reinsetzen. Und da bleibt ja dann nur Rapbeat. Gut, und dann gehen wir es in der Konstellation heute mal an. Brutal, brutal, brutal. Oh Mann. Tja, wir werden Kundschafter entsenden. Schwer. Ja, dann würde ich fast sagen, gehen wir das Schwere an. Jeden Widerstand brechen. Auf geht's. Your scouts have discovered a rival warband in the vicinity. These warriors are clustered around their wagon, making them a very attractive target. A new round has started. Gut, also jeden Widerstand brechen dürfte ein
ja, wie immer ein Ding der Unmöglichkeiten sein mit den Untoten. Aber nichtsdestotrotz, wir werden versuchen, das halt im normalen Modus zu gewinnen. Gut, gehen wir hier rein. Komm mal hier eigentlich. Ein bisschen Beute einsammeln. Ah, müssten wir direkt hier hochspringen. Wie ist er denn mit Klettern? Okay. Gehen hier rein. Hier müssen wir, glaube ich, auch mal noch über die Bewaffnung nachdenken. Aber mit Wastel können wir hier direkt hoch, oder? Ach nee, der... Ja, der wird hier blockiert quasi. Ja, wir gehen hier in diesen Innenhof. Das passt schon. Da würde ich gerne den Kampf führen. Und hier liegt schon mal ein riesiger Klumpen. Wunderbar. Negativ-Effekt, Moralwert, Intelligenz und Aufmerksamkeit reduziert. Ist noch was direkt hinter ihm? Wo ist es? Hier in dem Gebäude wahrscheinlich. Gehen wir mal Richtung auf jeden Fall. So, Sandraum, sehr schön. Der müsste da jetzt hochspringen können. 75% ist auch okay. Klappt. Hier hinten ist eine Kiste. Metas Segen. Naja, wir nehmen es mal mit. Übrigens habe ich wieder nicht off-cam Sachen verkauft, wie ich es eigentlich vorhatte. Nehmt es mir nach dieser Folge erneut vor. Ah, minus 3 Schaden. So, wie soll das jetzt, wenn man so eine Kugel, nee, wir schmeißen. So. Der Gurke. Können wir... Ja, der Feind kommt wahrscheinlich von hier, deswegen will es jetzt schon, ich will sie schon alle gerne in Richtung diesem Innenhof bringen. Einfach um zusammen zu bleiben. Vielleicht können wir mit einem oder zwei flankieren. Oh, wir haben 3 Zombies am Start jetzt mittlerweile. Wir sehen die Gegner. Ja, wir sehen die Gegner mit sehr, sehr geringen Initiativwerten. Es war. Vielleicht ist es richtig. Wie viele Leute haben wir denn hier eigentlich dabei? 7 mittlerweile? 1, 2, 3, 6, 7, 8 sogar. Okay, aber 6. 7 Gegner kommen erst dran, wenn fast unsere komplette Bande sich bewegt hat. Das heißt, wir sind deutlich agiler, was die Initiative angeht. Das ist vielleicht doch eine Chance. Vielleicht ist das dann doch eine Chance. Dann müssen wir mal schauen, wie sich der Kampf entwickelt. Können wir denn das hier anlaufen? Hier rein. Schon hier rein. Ja, hier oben. Oben ist es. Wo geht's hier? Hier geht's die Treppen hoch. Okay, dann machst du das. Gut, dann hat Ukrus auch was zu tun.
So, und jetzt kommen 6 Gegner in Folge, quasi am Ende der Initiativreihe. Spricht für schwere Panzerung, schwere Rüstungen und so weiter. Zweihandwaffen vielleicht. Der Gegner sammelt auf jeden Fall Moorstein ein. Das sehen wir unten, wie es sich immer aktualisiert. Links auf der Seite. 5 von 18 sind gesammelt und wir haben erst einen. Sehen tut mir allerdings noch nichts. So, jetzt sind wir dran. Ja? Nee, Quatsch, was erzähle ich? Immer noch. Bewegen sich immer noch 4 Gegner. A new round has started. So, zweite Kampfrunde. Senores beginnt. Ah, hier vorne liegt Moorstein. Da kommen wir nicht mal ran. Okay. Ja gut, das könnte eine Falle sein, neben dem, was er hier neben dran hat. Giftweg. Mal hier. Was sind? Ach, ja. Ah, hier in dem Gebäude. Okay. Wobei, da geht ja schon unser anderer Ghoul rein. Dann lassen wir das mal. Gehen, das soll er ruhig machen. Er hat hier Moorstein liegen. Fragment. Damit ist Zandrom ja quasi auch schon wieder voll. Das ist ja die Problematik, kennen wir noch von unserem ersten Giftwindkrieger. Sind halt am Anfang sehr, sehr schwach. Wenn dir jetzt hier mal dazu. Wir schmeißen hier mal hier hinten mal eine Giftkugel rein. Falls von dort Feinde kommen sollten, gehen in eine Überfallhaltung. Gurke haben wir auch hier reingeschickt. Wisst ihr was? Ich glaube. Das machen wir nicht. Gucke, gehen wir hier raus. Die 3 Zombies schicken wir hier außen entlang. So, Wastel wollte ich hier reinschicken. Geht's hier irgendwo die Treppen hoch? Jetzt hier. Ja, hier geht's die Treppen hoch. Wo ist die Beute? Falsches Gebäude. Ups. Ne, hier hinten. Ja. Falsches Gebäude, oder? Sehr verwirrend. Hier hinten geht's nicht hoch. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ah, hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Dann. Wo ist denn das? Ach, hier hinten. Was mache ich für ein Käse? Hier nochmal rein. In die Ecke und da liegt es doch auch schon. Moorsteinsplitter. Nicht so kompliziert. Ist
da Negativeffekt minus 2 Meter Reichweite. Ah, hab ihn verlangsamt. Okay, kann ich aber mit leben. Passt. Rapid. Wie gesagt, die lassen wir jetzt mal hier außen, die Zombies. Mit denen werden wir uns dann hier vereinigen. Oh, Falle. Ah, Gabe der Wildheit. Die nehmen wir mit. 3 Runden lang Nahkampfschaden plus 15%. Ja gut, da wäre es jetzt eigentlich ganz nett, wenn sich ein Gegner zeigen würde. Da, wir sehen jemand. Hier. Okay, das sind... Was sind das? Diese Sigma-Priesterinnen oder was müssten das sein? Aber was machen wir mit unserer Fürstin? Gucken, dass wir hier vorne rauskommen. Hier durch, oder? Gut aus. Ist hier hoch? Hier geht's hoch. Jawohl, hier vorne liegt's. Wunderbar. Ein Fragment. Und dann stehen wir hier eigentlich gar nicht so schlecht. Hier kann man runterspringen, wenn es denn nötig ist. Und das werden wir dann nächste Runde auch machen. Den Marker entfernen. Was hatten wir mit Ukruz? Ukruz sollte hier beiden Sachen einsammeln. Dürfte beides im OG sein. Ja, einmal hier. Halt. Ein Klumpen. Sehr, sehr schön. Und was finden wir noch hier? Dieser Truhe. Buckmanns Bier. Mhm. Wird bei Benutzung im Kampf verbraucht. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, Proben für die Nerven, für die Angst und Entsetzen zu bestehen. Naja gut, das ist für uns nicht wirklich wichtig. Aber wenn der gute Taktikfuchs dran denkt, dann macht er es zu Gold. Okay. So, jetzt kommt die lange Feindrunde mit 6 am Stück. Hier kommt die nächste in den Sichtbereich. Also die Richtung ist klar, der Feind kommt von hier. Das heißt, wir werden gucken, dass wir den Kampf dann hier in diesem Bereich führen werden. Vielleicht komme ich mit denen ran. Gucken, was da möglich ist. Könnte jetzt natürlich auch versuchen, sich hier am Feind vorbeizuschleichen, hier hinten, in Richtung des Wagens und sich das Götterbild holen. Das könnte mit Zandrom vielleicht. Oh, da. Verwirrende Dämpfe. Er ist über eine Falle gelaufen, war aber, glaube ich, ein positiver Effekt. Da steht sie.
A new round has started. Also, jetzt schauen wir uns das erstmal an. Hier sind... Das ist eine Heldin. Die... mit den verwirrenden Dämpfen 15% Fernkampftrefferchance hat. Aber ich glaube... diese Sigma-Priesterinnen, die haben, glaube ich, gar keinen Zugriff auf Fernkampfwaffen. Das heißt, ja, das stört uns nicht. Wir sammeln mal das hier ein. Nein! Ach, verdammt. Verklickt. Jetzt bin ich hier in der Auswahl. Jetzt habe ich mehr oder weniger den Zug verschenkt. Ah, verdammt. Zu schnell den Doppelklick gemacht. Ärgerlich. Bin ich denn hier? Nee, das gefällt mir nicht. Ich lasse es nochmal zurück. Hier rausschauen. Da ist sie. Hier können wir doch jetzt mal so eine Giftwindkugel. Giftwiderstand erfolgreich. Verdammt. Verdammt. Ziehen wir uns erstmal zurück. Bin hier in Überfallhaltung. Ah, das ärgert mich jetzt hier mit dem. Mit dem Ghoul. Wir bleiben hier. Lass ihn mal hier bestehen. Überfallhaltung. Etwas abwartend. Genau, da. Ja, hier auch. Wir bauen hier mal so ein. Der ist halt auch nicht wirklich groß, ne? Dieser Bereich. Für die Überfallhaltung. Ich denke, wir lassen sie kommen. Wenn sie auf unsere Zombies losstürmen sollten, dann können wir mit den anderen so ein bisschen vielleicht in die Flanke fallen, die aus den Häusern rauskommen. Ah, da vorne stehen sie alle, da sind sie alle. Jetzt sind sie offen. Jawohl, minus 12. Schön, den Sprung verpasst und ins Gift rein. Jawohl. Schön. Das war eine gute Aktion. So, Lea. Lass ich sie hier jetzt schon runterspringen? Oder warten wir? Wir warten hier mal ab, oder? Ja. Wir beobachten das mal von hier oben. Würde ich sagen. Und nehmen, mach mal eine Wahrnehmungsprobe. Erfolg. Hier irgendwo was leuchten. Hier hinten, da ist eine Falle. Ja auch. Na gut, dann kommen wir. Wir verzögern mal mit ihr. Vielleicht können wir ja... Lassen wir den Gegner hier zuerst agieren. So. Okay, Isolde Splett. Gegen Junior. Die nächste, die durchs Gift läuft. Ja, dann war diese Giftkugel hier gar nicht mal so schlecht gesetzt, würde ich sagen. Oh! Oh! Oh, komm! Oh, die kommt von hinten ran hier. Verdammt! Aloysia van Holzhauser. Shit! Das war jetzt eine Überraschung. Und es sieht wieder sehr, sehr schlecht für Sandrom aus. Ah, dieser Giftwindkrieger, der macht mir... Auf der einen Seite macht er echt viel Freude hier. Aber der Gegner pickt ihn sich auch immer gezielt raus. Ne? Er ist halt im Zweikampf, im Nahkampf dann doch sehr, sehr schwach. Zumindest so in dieser Phase des Spiels.
können wir jetzt. Sollten wir jetzt Lea. Ja. Wir ziehen Lea hier hinten runter. Ah, den Sprung verpatzt sie. Ah, und sie, der Gegner schafft leider auch die Angstprobe. Schade. Allerdings schafft sie es nicht zu parieren. Und auch den zweiten nicht zu parieren. Sehr gut. Aloysia von Holzhauer. Hauser hat hier doch jetzt schon ein bisschen was eingesteckt. So, Ugruz. Ja. Bring ich ihn ran? Bringen wir. Genau, wir bringen ihn hier ran, oder? 39. Und der Seuchenträger. Gut. Schlechter laufen und starten können. Ja, die kommen relativ langsam ran. Giftkugel widerstehen. Schafft es zum zweiten Mal hier zu widerstehen, der Giftkugel. Oh, Sturmangriff. Wow. Minus 77. Wow, 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 wow. Das schmerzt. Oi. Und das ist der zweite. Für Sandrom sieht es hier jetzt wirklich bescheiden aus. Magnilda Kolb. Ich denke, die gehen wir an, weil das ist eine Heldin. Und die hat... Entsetzensprobe, jawohl. Und sie ist fehlgeschlagen beim Gegner. Das ist wunderbar. Ach, jetzt hatte ich natürlich auch... Wir hätten jetzt den Sturmangriff machen können. Ich habe ihn nicht gemacht, weil ich normalerweise dann immer für 3 Operationspunkte den wie heißt er, starken Hieb oder mächtiger Hieb oder sowas mache. Aber den hat der Meister Wastl ja noch gar nicht. Dann hätten wir jetzt auch den Sturmangriff machen können, machen müssen fast. Naja, egal. So. Serenoris, jetzt keinen Fehler machen. Moorstein einsammeln und dann ebenfalls hier hinten drauf. Leider ein Negativ-Effekt noch kassiert. Ein Waffenwechsel möglich, das ist egal. So, hier sind wir am Start. Da wollen wir ran. Und ich denke, wir machen das mit einem Sturmangriff. Und hauen hier nochmal 31 rein. Okay, also die Dame, die müssten wir erwischen. Allerdings wird es halt hier für Sandrom mehr als bitter. Wir könnten. Warte mal, ich hau hier mal so werfen, dass es nur die beiden Gegner erwischt. Sehe ich natürlich den Rest nicht so ganz, ne? Aber. Weißt du was? Ich mach das mal so. Jawohl. Die beiden Gegnerinnen sind vergiftet. Jetzt hätte ich noch einen Angriff. 11 bis 20 mit einem. Richtig guten Treffer ist sie weg. Ah, schade. Vielleicht reicht aber auch die Vergiftung, um sie zu töten. Allerdings glaube ich trotzdem nicht, dass wir den Sandraum hier rausbekommen. Aus dieser Nummer. Weil die andere Dame hier, die wird ihn dann schon noch erwischen. So, was machen wir hier? Ja, wir müssen hier... Wir müssen hier die Damen blocken mit den Zombies, damit die sich nicht auf unsere wichtigeren Charaktere stürzen können. Deswegen stellen wir ihn mal nur hier hin und auch hier in der Überfallhaltung und halten uns quasi den Rücken frei. Und Junior ist ja schon im Zweikampf, den führen wir natürlich aus. Wow!
Junior. Schöner Crit-Treffer. Jetzt könnten wir... Die ist jetzt betäubt. Wir können eh nicht mehr schlagen. Wisst ihr was? Ich löse mich jetzt. Geh hier rein mit ihm. So, hier tut die Giftkugel noch ihr Übriges. Und der Überfall von Gurke. Sehr schön. Ja, genau das ist der Job der Zombies hier. Hat jetzt verhindert, dass die durchkommt auf einen der wichtigen Charakter. Und da haben wir Lea. Okay. Oh, guck mal, was sie schon eingesammelt hat hier. Wir nehmen natürlich ein bisschen was mit. Ja, jetzt habe ich... Ich habe nicht genug Bewegung, um jetzt hier irgendwie einmal außen rum zu kommen und... Ja, habe ich? Ah, nee, hier geht's nicht raus. Hier geht's leider nicht raus. Hier? Hier! Oh! Angstprobe. Fehlgeschlagen. Oh, das war trotzdem nicht gut. Oh. Oh, oh, oh. Das war nicht so ganz so gut hier. Entsetzensprobe. Ist doch aber auch fehlgeschlagen. Greift sie dann trotzdem an? Gut, was kann Ubus machen? Hat er hier nur... Nee. Hier, oder? Fehlgeschlagen, die Angstprobe. Die kann doch jetzt... Aber sie kann trotzdem schlagen. Au, au, au. Hat sie noch einen dritten Angriff? Dann wird's eng. Nee. Oi. Und da kommt noch einer ran. Ich hoffe, das reicht nicht. Doch, das reicht. Nein, reicht nicht. So, jetzt ist aber... Oh, verfehlt. Sandrom steht noch eine weitere Runde. Das ist positiv. Oh. 44. Ukus hat's erwischt. Shit, jetzt haben wir doch unseren ersten, auch unseren ersten Down. Nicht gut. Zenoris, ich muss ihn jetzt da hinten mit reinziehen. Jetzt fange ich mir mit Sicherheit, fange ich mir jetzt wieder den Überfallangriff. Sieht es hier aus? Die sind beide voll. Das ist. Eigentlich ist es Selbstmord, ne? Hier, die muss fallen. Die muss fallen. Zwei weitere. Die haben halt extrem hohe Moralwerte, diese Priesterinnen. Ja, klar. Ja, es ist Harakiri gewesen. So, Wastel, was können wir jetzt mit dir tun? Bist hier gegen viele? Warte mal, du müsstest dich eigentlich... Musst dich lösen. Musst hier ausschalten. Die hat aber nur 15 Lebenspunkte, deswegen nehmen wir nicht den Sturmangriff, sondern machen das mit einem normalen. Der hat eine höhere Trefferchance und reicht auch. Gut, Isolde ist weg. Minus 10 Moral.
Und jetzt drehen wir uns natürlich der hier zu. Und ihre Entsetzensprobe ist fehlgeschlagen. Gut. So, ist die Dame hier noch verletzt? Sandrom. Die ist... Ja, sie ist noch verletzt. Sie ist noch verletzt, sage ich. Vergiftet, meine ich. Aber nur noch eine Runde. Können wir uns lösen? Nein, können wir nicht. Dann werden wir eine weitere Giftkugel schießen. Werden nochmal zuschlagen. Und dann einfach nochmal auf die 35% ausweichen hoffen. Gurke. Ah ja, die hat auch nur 38 HP. Ah, da fehlen 8. Wäre natürlich geil, wenn wir die jetzt noch erwischen könnten mit irgendjemand. Rapbeat. Ja, genau. Nein! Shit! Ah! Verdammt! Das wären weitere wichtige Punkte gewesen. Okay, jetzt steigt natürlich die Chance für Sandrom. Vielleicht greift sie jetzt ja auch unseren Junior an. Hoffen und bangen. Und sie stirbt durch Gift. Okay. Lea konnte sich aufrappeln. Wir lösen uns. Wobei das natürlich relativ wenig bringt, weil wir nicht wirklich weit wegkommen. Stellen uns mal da hinten rein. Vielleicht konzentriert sie sich ja auf jemand anderes und Lea überlebt diese Kampfrunde. Ja, guck mal, die verfolgt uns gar nicht. Geht jetzt hier rein. Auf Junior. Und das ist natürlich für uns wieder ideal. Das war Senoris. Was war, ist der betäubt? Hat es den umgehauen? Das sah so aus, als hätte es den umgehauen, gell? Entsetzensprobe. Oh, da jetzt kommt ein Zauber. Minus 19. Nein! Sie haut Sandrom um. Jetzt erwischt es, hat es ihn dann doch erwischt. Tja. Oh. Und sie setzt nach, aber kommt nicht mehr zum Schlag. Oh, ho, 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 ho. Jetzt ist es... Jetzt steht es hier ziemlich eng, Leute. Wir müssen mindestens noch einen Gegner ausschalten, um hier zu gewinnen. Die ist noch full life. Es sind noch 92. Es sind noch 89. Und das ist eine Heldin hier. Die müsste ordentlich Moral geben. Komm, dann nehmen wir doch die, oder? Das ist eine Heldin. Wenn wir die runterschlagen könnten, müsste es klappen, würde ich behaupten. Serenoris. Er kann sich hier nicht rausziehen, also er muss hier weiterkämpfen bis zum bitteren Ende. Also Serenoris ist in Gefahr und Lea ist in Gefahr. So, der liebe Gurke plündert hier.
und greift jetzt von hinten. Jetzt haben wir Wirken von Zaubern, kostet mehr, interessiert uns nicht, und da gehen wir jetzt hier noch ran. Jawohl, und sie ist betäubt, das heißt, sie liegt am, also sie liegt quasi am Boden. Damit müsste es eigentlich ein 100% Treffer sein für Rapbeat. Wir nehmen hier noch den Moorstein. So viel Zeit haben wir. Und töten dann diese feindliche Heldin. Minus 13 Moral. Wie sieht's jetzt aus? 36 von 34. Verdammt! Es muss noch ein weiterer... Wir müssen noch einen weiteren Gegner ausschalten. Das ist jetzt nicht so gut. Kostet mich 2, wenn ich mich löse. Das heißt, ich könnte danach nicht mehr schlagen. Die Idee war... Ah doch, wir lösen uns so. Dann bekommen wir einen... Die bekommt einen Freischlag. Den nehme ich aber in Kauf. Die minus 30 nehme ich in Kauf. Jetzt können wir uns frei wegbewegen. Und können... hier noch einen Sturmangriff machen. Nein! Nein! Ich hätte... hätte einen sicheren Treffer machen sollen. Jetzt kommt Leia. Ja, das war ein Fehler. Einen sicheren Treffer. Und dann wäre sie jetzt tot. Und jetzt wird es für uns eng, weil jetzt wird sie wahrscheinlich Leia ausschalten. Oh, verdammt. Dieser Sturmangriff hätte nicht sein müssen. Total unnötig. Total unnötig. Und jetzt sind wir raus, oder? Nein, wir sind noch im Spiel. Und sie ist vergiftet und ist raus. Und jetzt ist die... Jetzt muss der Gegner testen. Jetzt haben wir es eigentlich gewonnen, es sei denn, der Gegner besteht seinen Moralwerttest. Oh Mann. Knappe Kiste. Knappe Kiste und natürlich wieder unnötig viele eigene Verletzungen. 3 an der Zahl. Ich hoffe, da kriegen wir nicht zum extreme Probleme dadurch. Wo ist die hin? Jetzt machen wir einen Sturmangriff. Ah, das war aber, ja, es waren wieder 1-2 Fehler drin beim Spielen. Ich hätte die Verletzung oder das Ausschalten von Leia hätte ich verhindern können. War unnötig in dieser Situation an dieser Stelle einen Sturmangriff zu nehmen. Ich da ran? Na gut, müsste hoffentlich eh fertig sein, oder? So, der Gegner macht seinen Test und verpatzt ihn. Gewonnen. Ja, allerdings, ich bin mit dem Sieg hier nicht wirklich zufrieden.
Naja, können wir entscheiden, ob ich zufrieden damit bin, wenn ich die ausgewürfelten Verletzungen sehe. Zandrom war auf jeden Fall wieder bester Krieger, obwohl er ausgeschaltet wurde. All mortal flesh must eventually wither and rot. Only those who have transcended such pathetic limitations are fit to rule. One day, the Empire will be... The gods are with you. Okay, Junior, Offensivpunkt. Sehr schön, unser erster Zombie auf Level 3. Rapbeat steht auch kurz vor Level 3. Serenoris. Serenoris? Wurde er nicht aus... Er nicht ausgeschaltet? Ne, Ukrus wurde ausgeschaltet. Serenoris hat überlebt. So, Gurke. Geplatztes Trommelfell hat unser Sandrom. Er hält auf alle Wahrnehmungswürfe einen Malus von 25%. Damit kann ich leben. Geplatztes Trommelfell ist in Ordnung. Fantastic. Aber, ja, es reicht zum Level-Up. Genau das war geplant. Fertigkeitspunkte, sehr schön. Vollständige Genesung, ganz, ganz wichtig für Silea. Es ist nur mit blauen Flecken ausgegangen und ein paar Schrammen. Sehr, sehr schön. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Ukrus, dann können wir doch noch glücklich sein. Und hier fehlt leider ein Pünktchen. Schade. Vollständige Genesung. Okay, Leute. Ich nehme es zurück. Ich bin dann unterm Strich doch zufrieden mit der Mission. Die ausgeschalteten Krieger unsererseits haben keine großen negativen Folgen gehabt. Leider fehlt bei Ukrus auch ein Pünktchen zum Level Up. Und Wastl hat seine ersten 4 Punkte gesammelt. Meister Wastl. Sehr schön. Gut. Was haben wir erhalten? Ein bisschen Rüstung. Bornstein-Ausbeute war jetzt auch nicht so schlecht mit den 2 Klumpen. Hier bezahlen für die Behandlung 9 und den Sold 29. Und dann sage ich wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Dann tauschen wir hier wieder aus, ne? Chris rutscht wieder rein, Wastl rutscht raus, Sandrom rutscht raus. Der ist 3 Tage verwundet, kann dann aber auch eine Ausbildung starten. Und ja, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.